Hallo, herzlich willkommen zurück hier im Mosconi-Labor zu unserer Videoreihe DSP einmessen mit unseren neuen Funktionen. Heute geht es um das erste wichtige Thema, das Timing, die Laufzeitkorrektur. Einmal in Theorie, einmal trocken hier auf der Bench und einmal praktisch am Auto. So, die Theorie zur Laufzeitkorrektur, noch einmal ganz schnell erklärt, ist relativ simpel. Wir gucken uns die Voraussetzungen zu Hause oder ideale Voraussetzungen an. Das habe ich hier auf der rechten Seite dargestellt. Ein Lautsprecher, der so konstruiert ist, dass die Schallzentren jedes einzelnen Lautsprechers auf einer Ebene sind. Jetzt ist hier in der Mitte irgendwo der Hörplatz, das heißt, die Schallwellen von jedem Lautsprecher sind gleich lange unterwegs zum Kopf, zum Hörplatz. Jetzt gucken wir uns dagegen an, wie sieht das bei uns im Auto aus, auf der linken Seite. Wir haben im Mehrwegsystem unterschiedliche Abstände zwischen den Lautsprechern zum Hörplatz und wir haben rechts und links unterschiedliche Abstände und der Subwoofer hat nochmal einen anderen Abstand. Das heißt, die Schallwellen, die ja unterschiedlich lange in der Luft unterwegs sind, kommen zeitversetzt am Hörplatz an. Das auszugleichen, dafür gibt es die Laufzeitkorrektur. Das heißt, sehr simpel, die Lautsprecher, die näher am Hörplatz dran sind, wo der Schall früher ankommt am Ohr, werden elektronisch verzögert, um die Distanz. Unser Nullpunkt sollte der am weitesten entfernte Lautsprecher sein. Der wird nicht verzögert. Alles andere, was näher ran ist, was also einen kürzeren Weg durch die Luft hat und damit schneller am Ohr ist, wird verzögert. Soweit kurz der Hintergrund. Wie können wir das Ganze messen? Auch das ist in der Theorie sehr, sehr simpel. Wir messen die Lautsprecher nacheinander. Das übernimmt hinterher die Software für uns. Der DSP sendet einen ganz kurzen Impuls von jedem Lautsprecher aus. Das ist hier mal dargestellt, das ist der Dirac, der Nadelimpuls. Der DSP weiß genau, wann er diesen Impuls am Lautsprecher abgeschickt hat. Und dann misst unser Mikrofon angeschlossen am DSP ganz einfach die Zeit, die dieser Impuls durch die Luft unterwegs ist vom Lautsprecher zum Ohr. Das machen wir mit allen Lautsprechern nacheinander und damit weiß der DSP genau, welche Abstände, in welchem Abstand die Lautsprecher sind, beziehungsweise wie weit er die näher dran liegenden Lautsprecher verzögern muss, damit das Ganze zeitgleich am Hörplatz ankommt. So, wie sieht das Ganze in der Software aus? Wie macht der DSP das? Wie machen wir das mit dem DSP? Ich habe hier alles angeschlossen. Auf meiner Bench sind zwei Lautsprecher, einer rechts, einer links, unterschiedliche Abstände. Unser Kunstkopf mit den Mikrofonen ist hier aktiv. Ganz einfach, ich gehe in die Messoberfläche, aktiviere hier auf der rechten Seite Time Delay, Dirac Puls. Damit ändert sich die Messoberfläche für die Zeitmessung. Ich brauche den Dirac-Puls, das wählt auch später die Messoberfläche komplett automatisch an. Also selbst wenn ich hier ein falsches Signal gewählt habe, schaltet der mir den Dirac-Puls ein. Jetzt kann ich den einmal manuell einschalten, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie laut muss der Messimpuls sein. Der darf schon deutlich hörbar sein. Der tut dem Lautsprecher nicht weh, das ist umgerechnet in der Frequenz, sind das etwa 3,5 bis 4 Kilohertz, ein ganz kurzer Impuls. Der muss deutlich hörbar sein, nicht so, dass der Lautsprecher sich irgendwie gequält anhört, aber es darf schon richtig deutlich hörbar sein. So, meinen Messeingang habe ich gewählt, Input 1112, da ist meine digitale Karte dran. Wenn ihr einen anderen Eingang habt fürs Mikrofon, entsprechend hier den Eingang wählen. Dann kann ich die Messempfindlichkeit auch schon mal von vornherein ein bisschen hochsetzen, auf 10, 11 dB anheben. Das macht die Messung einfacher. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Den Lautsprecher, den ich messen möchte, aktiviere ich hier mit dem Measure-Button. So, das war's schon. Der erste Lautsprecher links ist gemessen.
Ihr habt gesehen, wenn ich den aktiviere, werden alle anderen Frontlautsprecher, alle anderen Lautsprecher gemutet und nur dieser eine ist aktiv. So, und vom Aussenden des Signals, bis es am Mikrofon ankommt, sind es hier genau 1,75 Millisekunden. Das gleiche mache ich auf der rechten Seite. Hier sind es 2,69 Millisekunden, der rechte Lautsprecher ist etwas weiter weg. Wie gestern besprochen, das Ganze misst linke Seite linkes Ohr, rechte Seite rechtes Ohr. Jetzt habe ich hier den Button Call Values and Send to DSP. Wenn ich den drücke, dann berechnet er aus den gemessenen Zeiten die entsprechenden Korrekturzeiten zur Verzögerung. So, er muss also die linke Seite um 0,94 Millisekunden verzögern, damit das Ganze zeitgleich am Kopf ankommt. Jetzt kann ich die ganze Maske resetten. Steht wieder alles auf 0. Im DSP eingetragen sind jetzt auf der linken Seite die 0,94 Millisekunden. Das kann ich jetzt einmal nachchecken. Ich messe die Lautsprecher wieder einzeln. Und messe beide Lautsprecher identisch nach 2,69 Millisekunden Lautsprecher zum Ohr. Kommt zeitgleich am Ohr, am Kopf an. Das ganze Geheimnis unserer Messtechnik zur Laufzeitbestimmung. So, kurz zwei, drei ergänzende Hinweise zu den Messungen. Zum einen, das Messsystem misst die Polarität mit. Das heißt, der Nadelimpuls wird ausgesendet, der Lautsprecher schwingt ein, er macht eine positive und eine negative Halbwelle, er fängt an zu schwingen und das Messsystem misst, wann kommt das Signal als positive und wann als negative Halbwelle an. Wenn das verdreht ist, wenn die negative Halbwelle zuerst ankommt, zeigt er euch an, die Polarität stimmt nicht. Hier in dem Fall ist alles gut, hier steht Phase normal, ist grün. Ich kann das mal simulieren. So, jetzt haben wir es. Das Messsignal ist zu leise und dann zeigt er hier Phase invertiert an. Was bedeutet das? Ein Lautsprecher schwingt ein und meist ist die zweite Halbwelle, die negative Halbwelle, schon im Pegel höher als die erste, die den Lautsprecher erst anregt. Wenn das Messsignal zu leise ist, dann wird die erste positive Halbwelle übersehen und er misst als erstes die negative. Dann zeigt er hier Phase invertiert, also der Lautsprecher ist verpolt an, obwohl das in der Praxis gar nicht ist. Wenn dieser Effekt da ist, dass ihr sporadisch Lautsprecher invers habt, dann einfach den Pegel erhöhen. Dann sollte die Anzeige auf grün auf normale Phase umschlagen. Mache ich wieder lauter, ist alles normal. Wenn ihr den Pegel erhöht und es bleibt auf Rot, dann auf jeden Fall nachschauen, habe ich tatsächlich einen Anschlussfehler beim Lautsprecher, habe ich vielleicht den Lautsprecher verpolt eingebaut. Das als Hinweis. Wenn die ganze Messung nicht funktioniert, wenn unlogische Werte rauskommen, Pegel ein bisschen erhöhen, Empfindlichkeit ein bisschen erhöhen. Es geht natürlich umso besser, je leiser das Umfeld ist. In einem relativ lauten Umfeld eher den Pegel des Lautsprechers erhöhen als die Messempfindlichkeit. So, dann haben wir hier noch zwei, drei kleine Optionen und zwar bei Call Value Send to DSP. Wir können die Phase mitsenden. Das heißt, das Messsystem zeigt uns an, der Lautsprecher ist verpolt, die Phase ist invertiert. Hier ist ein roter Hinweis. Das bleibt auch so, wenn ich den Pegel erhöhe, also der Lautsprecher ist verpolt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich baue die Tür wieder auseinander oder nehme das Radio nochmal raus oder den DSP und klemme um. Oder ich lasse das mitkorrigieren
vom System. In dem Moment dreht er einfach ausgangsseitig die Phase um und bringt das wieder in Ordnung. Der richtige, elegante Weg ist natürlich Lautsprecher richtig anklemmen. So, und dann habe ich noch die Möglichkeit, Send Gain zu aktivieren. Dann berechnet er aus den Laufzeitunterschieden, damit weiß der DSP ja die Distanz vom Ohr zum Lautsprecher, und mit einer längeren Distanz wird auch der Pegel abgeschwächt. Das heißt, aktiviere ich diese Option, berechnet der DSP auch die Abschwächung des Pegels und nimmt entsprechend den Lautsprecher, der näher ran ist, im Pegel runter. So, auch das hier nochmal ganz kurz demonstriert. Ich habe jetzt mal einen Lautsprecher verpolt. Mein Messaufbau steht soweit noch. Messe die Laufzeiten, der zeigt mir auf der linken Seite, zeigt er an, Lautsprecher verpolt. Das ändert sich auch nicht, wenn ich den Pegel erhöhe. Das bleibt dabei. So, jetzt kann ich sagen, Send Phase. Und er hat mir ausgerechnet, aus dieser Differenz der Distanzen ergibt sich ein Pegelunterschied zwischen den Lautsprechern von 2 dB. Das kann ich auch mitschicken. Habe ich jetzt mal geschickt, so in die Maske. Dann habe ich hier die linke Seite um 0,94 Millisekunden verzögert, invertiert, 180 Grad gedreht und 2 dB abgesenkt. Und wenn ich jetzt nachmesse, dann sehe ich sowohl in meiner grafischen Oberfläche als auch in Zeiten, Polarität und Pegeln, das passt 100% überein. So, ein letzter Hinweis, bevor es dann ans Auto geht und das Ganze einmal real demonstriert und gemessen wird am Mehrwegesystem, betrifft die Filter zu den Lautsprechern. Hochpassfilter dürfen drin sein. Zum einen dämpfen die den kurzen Nadelimpuls nicht, zum anderen, wenn ich mir einen Hochpassfilter auf dem Phasengang angucke, dann läuft in dem Bereich, wo final gemessen wird, die Phase gegen Null. Das heißt, die verfälschen mir die Zeitdomäne nicht. Hochpassfilter dürfen drin sein, Tiefpassfilter müssen rausgenommen werden. Aus zwei Gründen: Tiefpassfilter dämpft den Nadelimpuls, das heißt, macht ihn viel, viel leiser, damit wird die Messung schwieriger. Und B, ein Tiefpassfilter läuft halt oben raus in die verdrehte Phase, in die 180 Grad. Das heißt, meine Zeitdomäne wird verfälscht in dem Moment, wo ein Tiefpassfilter im Spiel ist. Also vor der Zeitmessung alle Tiefpassfilter raus, auf Off stellen, Hochpassfilter alleine, um Hoch- und Mitteltöner zu schützen, drin lassen. Okay, dann geht es jetzt raus ans Fahrzeug und einmal live Front, Rear, Zwei-Wege-System durchgemessen. So, wir sind am Fahrzeug. Unser Messsystem hat Platz genommen auf dem Fahrersitz, etwa meine Kopfposition. Laptop ist angeschlossen, die Messoberfläche ist aktiviert, USB ist verbunden, unser Kunstkopf ist mit der Endstufe verbunden, kann also gleich losgehen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis: tut euch selber den Gefallen und besorgt euch ordentliche Kabel, sowohl Klinkeverlängerung als auch USB. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn zwischendurch beim Einmessen oder beim Einstellen irgendwelche Wackelkontakte oder ähnliche passieren. Ja, dann legen wir mal los. Ich warte kurz auf Kamerahilfe und dann starten wir hier ganz schnell die Laufzeitmessung. So, Kameraassistent ist da. Hier ist, wie gesagt, alles aufgebaut. Dann können wir die RTA-Messung Time Delay einmal aktivieren. Den Dirac-Impuls stellen wir so einigermaßen ein, dass der deutlich zu hören ist. In dem Fahrzeug ist ein Zwei-Wege-Teilaktives System. So, man hört es draußen schon. Ich mache mal kurz die Tür auf.
wie gesagt, der Puls ist deutlich zu hören. Wie vorhin besprochen, ich stelle die Empfindlichkeit ein bisschen hoch und dann kann ich schon losmessen. Vorne links Türe, vorne rechts Türe, vorne links Tieftöner, vorne rechts Tieftöner, hinten rechts, hinten links. Der hinten links ist natürlich sehr nah am Mikrofon. Das sieht man schon. So, auf Kanal 8 habe ich noch den Subwoofer. Der ist allerdings so träge und so leise, der lässt sich nicht messen. In dem Fall trage ich hier einfach die gemessene Distanz. Das sind 300 cm über die Heckscheibe reflektiert bis zum Mikrofon. Trage ich hier einfach die 300 cm Distanz ein. Dann habe ich dafür auch ein Delay. Ich berechne die Werte, dann Reset, gehe kurz zurück, alle Werte sind eingetragen. Wenn ich jetzt die Kontrollmessung mache, dann sollten die alle sehr präzise bei 8,7x Millisekunden liegen. Okay. So schnell geht die Messung am Fahrzeug, die Laufzeiten 100% zu bestimmen. Das war es dann auch für heute. Thema Laufzeitkorrektur und die korrekte Messung und Einstellung. Extrem wichtig für die Punkte, die dann in den nächsten Tagen folgen. Morgen geht es weiter mit Phasenmessung und Interferenzmessung. Auch eine wichtige Grundlage für alles Weitere, was kommt. Ist genauso mit wenigen Klicks zu machen, dann würde ich sagen, morgen, spätestens übermorgen, sehen wir uns zum dritten Teil. Bis dahin, ciao. Und schon wieder was vergessen. Diese Laufzeitmessung ist eine absolute Grundvoraussetzung dafür, dass am Ende, wenn alle Messungen abgeschlossen sind und das ganze Fahrzeug justiert ist, die Bühne perfekt passt. Die Laufzeitmessung alleine, dann habt ihr eine gute Chance, dass die Bühne schon sehr gut stimmt. Das Feedback ist schon sehr gut. Abhängig von Phase und Equalizer und anderen Aspekten, aber noch kein Garant dafür, dass die Bühne perfekt stimmt. Dafür fehlen noch die weiteren Schritte, die dann noch kommen. Tschüss.